Sehr geehrter Herr Präsident, die Lage der Flüchtlinge im Mittelmeer ist katastrophal und es ist in meinen Augen eine Schande für Europa, dass jährlich tausende Menschen auf ihrer Flucht im Mittelmeer ertrinken. Ich danke den Berichterstatterinnen dafür, dass sie hier die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes der EU für die Migrationsfrage in ihrem Bericht eingearbeitet haben. Durch die Einstellung des europäischen Seenotrettungsprogramms Mare Nostrum hat eine unglaubliche Flickschusterei der Mitgliedstaaten begonnen. In diesem Zusammenhang bin ich den Initiativen der Zivilgesellschaft dankbar, diese Lücke mitzuschließen. Herausheben möchte ich dabei die Initiative der privaten europäischen Seenotrettung SOS Mediterranee. Sie ist ein Zusammenschluss von Initiativen aus Deutschland, Frankreich und Italien. Und ich unterstütze diese Initiative auch seit letztem Mai, weil sie sich klar für einen verstärkten öffentlichen Diskurs der Bekämpfung der Fluchtursachen einsetzt. Dafür kämpfen wir hier im Europäischen Parlament. Und ich danke ebenfalls der Kommission dafür, dass sie sich einsetzt, das alte Dublin-Abkommen zu reformieren, um einen dauerhaften Umverteilungsmechanismus hier zu erreichen. Herzlichen Dank.